Sind Sie in Verhandlungen darüber, wie man damit umgeht? Und im November hat BlackBerry einen Blogpost rausgebracht, der das Ganze diskutiert. In Ostasien hat Korea einen Filter eingebaut, um Kinder zu schützen. Das ist eine der Implementationen. Das Ganze ist für Handys ausgelegt, das Ganze das das ist okay, der Filter ist dazu da, um Kinder zu beschützen. Es ist auf Mobildevicen eingebaut und es hat das Problem, dass es sehr viele Sicherheitslücken danach öffnet und halt eine Diskussion darüber startet, wie man dann umgehen muss. Natürlich niemand, der also niemand kann aber in dem Thema Nordkorea schlagen. Die haben sogar eigene SOX-Proxy. Im europäischen Segment gibt es einen neuen Trend zur Zensur, vor allem öffentliche Zensur. Anscheinend haben sich die Regierungen dazu entschieden, um die Spielindustrie und Wettindustrie besser zu regulieren. Sie installieren immer mehr Filter und Zugriffsberechtigungen, um den Zugriff darauf einzuschränken. Es gibt da aber sehr viele Fehlentscheidungen, also wo dann zu viele Sachen geblockt werden, weil das Ganze dann über und dabei entstehen dann falsche MX Records oder TLS Timeout, weil es auf das weil die Dienste auf derselben IP laufen, wie zum Beispiel eine Spielseite. Was ich hier gerne erwähnen würde, wäre jetzt ein Report aus der Schweiz für die Europäische Kommission. Es ist mehr als 1500 Seiten stark. Was hier passiert ist, es erwähnt, von links nach rechts geordnet, die Länder je nachdem, wie restriktiv sie im Internetzugang sind. Das hat sich aber jetzt zum Beispiel noch mehr geändert. Zum Beispiel England auf der rechten Seite haben inzwischen sehr strenge Internetfilter, was wir aber später erwähnen werden. Ich würde gerne es diesen Sommer haben wir uns Griechenland ein bisschen mehr angeguckt. Wir haben uns dort die meisten ISPs angeschaut. Was in Griechenland gerade passiert, dass die ISPs haben angefangen, einfach nach Belieben Seiten zu blockieren, und weil sie sich selbst dazu entschieden haben. Sie wurden zwar von der Spielekommission dazu gezwungen, aber an diesem Diagramm sieht man, dass die ganzen Internetanbieter unterschiedliche Filter haben. Die roten Balken zeigen die blockierten Seiten, die grünen zeigen die nicht blockierten Seiten. Ich kann leider nicht die ganze Forschung über Griechenland erwähnen, aber ich werde ein paar Ausschnitte daraus zeigen. Also das meiste, was sie gemacht haben, ist irgendwie den S zu blockieren. Ein paar Firmen haben sich dazu entschieden, die das nicht machen wollten, und die haben
DPI gemacht. Was die Nutzer gewohnt waren bisher, war, dass das Blocking, es ist wichtig, daran zu erinnern, dass Griechenland relativ frei war früher. Und man kann auch immer Torrents downloaden und es gab zwar ein bisschen IP-Blocking, aber es war kein exzessives Filtering. SPs haben Blocking-Meldungen, wie diese, die ihr gerade sehen könnt, gezeigt, wenn die User auf Seiten gekommen sind, die blockiert waren. Was wir heutzutage haben, ist, dass die ISPs die Leute redirecten zur Gaming Commission Website, die ihr da sehen könnt. Das sind die, die auch die Blacklists rausgeben und die Leute dazu bringen, dass sie sie einsetzen. Es gilt als ein Verbrechen, diesen Zugang zu diesen Seiten zu erlauben. Was wir sehen können, ist momentan, dass aus den neuen Data Centers, was momentan sehr interessant zu erwähnen ist, was noch nicht gesagt wurde, ist, wir sollten viel mal drüber reden, am besten jetzt. Seit die griechischen ISPs diese Filterinfrastruktur implementiert haben, haben sie gestartet, dieselbe Infrastruktur auch zu benutzen, um andere Ressourcen zu blockieren. Also sogenannten illegalen Content. Zum Beispiel diesen Domainnamen hier. Und für die, die das nicht wissen, das ist recht einfach. Da ist nichts da. Und die sagen, hey, es wurde der Status 403. Also es bedeutet nichts. Und das ist wird von Vodafone, also dieser spezielle Blocking wird von Vodafone gemacht. Und im Juni 2015 haben sie ihren White Proxy dazu benutzt, um die einzelnen Pakete wirklich zu analysieren. Ein anderer sehr interessanter Fall ist das Vereinigte Königreich. Und wir haben eigentlich zwei Vorträge über das Vereinigte Königreich. Und wir könnten nicht so viel darüber reden, was dort in den letzten Jahren passiert ist. Aber einige der sehr interessanten Sachen, die dort passiert sind, und was 2014 deutlich stärker wurde, ist, dass der Regierung angefangen hat, viel dafür zu sorgen, dass die Internet Service Provider Filter einbauen. Der Unterschied zu Großbritannien ist, dass sie keine Kommission hat, die diese Liste erstellt und die sagt, welche blockiert werden sollen. Und darum entscheiden die Internet Service Provider selber, was geblockiert werden muss, was gezensert werden muss. Und so kann man auch anschauen, was passiert ist. Und falsche Seiten wurden blockiert und Bars wurden blockiert und irgendwelche Webseiten, die früher die irgendwas mit Sex zu tun haben, wurden blockiert. Also viele Sachen, die falsche wurden blockiert, obwohl sie überhaupt nicht schlecht waren. Was sehr interessant ist zu sagen, ist, dass bei einer Open Rights Gruppe haben sie sehr tolle Arbeit gemacht und sie sagen, die ganzen Internet Service Provider in Großbritannien haben eine Liste benutzt, eine Software benutzt und haben Lösungen, und diese, das sind die Zahlen von gestern, und die haben ungefähr 21.000 Seiten, die von strikten Filtern blockiert werden, und ungefähr 11.000 Seiten, die von Standardfiltern blockiert werden. Also nochmal kurz darüber nach, was ist ein Standardfilter? Wenn man ein neuer Kunde bei einem Internet-Service-Provider ist, dann
kriegt man diesen Standardfilter und man muss wirklich hinschreiben und sagen, hey, ich möchte den nicht haben, ich möchte Pornografie anschauen, ich möchte den eine normale Internetverbindung haben, eine unzensierte Internetverbindung haben. Und das ist der Snapshot von gestern und hier kann man sich das anschauen und das wird die Seite wird auch veröffentlicht und da kann man da draufklicken und wie viele Seiten blockiert werden und ein paar komische Sachen, die aufgefallen sind. Also, ich möchte jetzt über ein weiteres Segment reden und zwar, das ist der Mittlere Osten. Und wir gehen jetzt weiter mit Saudi-Arabien. Das ist ein Ausschnitt von einem Uni-Report von unterschiedlichen Anfragen. Und was hier wirklich passiert in Saudi-Arabien, ist, dass sie ein Arab Times blockiert hat. Das ist im Hammer in 2015 passiert und sie haben einfach eine kurze Seite gemacht. Diese Seite ist blockiert und wir sehen, dass diese Quelle blockiert wurde einfach von einem Filter. Und ich habe ein bisschen danach gesucht und ich sehe, dass das hier der Wire-Filter ist. Das scheint ein Webproxy mit einer Paketinspektionssoftware und die ist anscheinend auf ihrer Webseite, sagen sie, das soll in guten Arten und Weisen benutzt werden, zum Beispiel, dass Kinder ein Problem im Internet bekommen, also eine sorgenlose Internetumgebung. Machen wir beim Irak weiter. Hat irgendjemand eine Ahnung, was oder normalerweise im Ende von Juli passiert oder insbesondere am 27. Juli 2015? Okay, also während dieser Zeit normalerweise gibt es Schularbeiten im Irak. Was tatsächlich passiert ist, was so passiert zwischen 2 zu 5, was passiert ist, dass Irak entschieden hat, für den Internetzugang abzuschneiden. Und dann wurde mit den Arbeiten weitergemacht. Eine andere interessante Nachricht war, wieder eine Uni-Nachricht. Es gab Squid Proxies. Ich weiß nicht, was sie machen. Machen wir weiter mit Iran. Mit einem kleinen Segment. Wir werden sehr viele Sachen decken müssen. Also der Iran hat entschieden, sie haben Telegramme und viele andere Sachen blockiert. Die User haben angefangen, sich zu fragen, was passiert und ist das jetzt blockiert oder nicht oder was ist los? Technische Probleme, die uns nicht geholfen haben. Also diese Website war durch technische Probleme nicht verfügbar. Und jetzt werde ich das Wort an Will weitergeben. Cool, also. Im West ist eine der hauptsächlichen Sachen, die passiert sind. Mit ISIS oder wie auch immer du sie nennen willst, klarzukommen.
Ja, und plötzlich ist die Idee, es gibt wieder schlechte Sachen auf dem Internet und wir müssen was machen. Es ist eine Sache, die generell jetzt gerade im politischen Gedankengut ist. Es gibt tatsächlich eine solche Antwort von Silicon Valley. Sie versuchen tatsächlich, ihren Inhalt zu zensieren. Also alle diese Content-Provider gucken wieder ihre Systeme an. Zum Beispiel Twitter hat ISIS-Accounts im Zusammenhang mit ISIS suspendiert. Und viele dieser Firmen haben Transparency Report. Es gibt in dem Bericht leider nichts darüber, wie viel Twitter wirklich aus dem Internet nimmt. Also wir haben keine Ahnung, was da genau passiert. Wir benutzen solche Sachen für Sachen für Weibo, wo es so Sachen, wo es das Projekt Freebo gibt, was schaut, welche Posts entfernt werden und stellt sie dann wieder ins Internet, damit diese weiter verfügbar sind. Und ich denke, es ist auf jeden Fall wert zu erwähnen, wenn wir jetzt mit WhatsApp-Gruppen, Facebook und Telegram anfangen, gibt es sehr viele Sachen, die einfach nur in Gruppen verfügbar sind. Also es wird es wahrscheinlich sehr schwer für uns zu sein, zu verstehen, was da eigentlich passiert, was zum Beispiel entfernt wird. Jetzt kommen wir zu der Sache, wie wir das Ganze messen, über das, was wir wichtig finden und worüber wir reden wollten. Bei den meisten Sachen ist es die Frage, warum wissen wir das? Was sind die Sachen, die uns dabei helfen, zu sehen, wenn es da Störungen gibt und was wir da rauskriegen können. Wir haben die Anfangskarte erwähnt und das kam aus dem Projekt Freedom House und die veröffentlichen dieses Jahr einen Bericht und sie schreiben für jedes Land eine Beschreibung und dann haben sie ein paar Analysten, die das initialisieren, und dann gibt es noch eine andere Initiative, OpenNet, die das auch macht. Die geben uns ein paar Kategorien, also zum Beispiel, wie frei ist es im politischen Bereich auf Zugriff auf Tor und solche Sachen. Man kriegt aber keine Listen, wann was geblockt wurde, was geblockt wurde. Wenn ich die Daten wenn ich diese Messung jetzt veröffentliche, könnte man zurückgehen und rausfinden, wer die Messung gemacht hat und deswegen und die Person dann einschüchtern. Das ist eine Sache, die wir schon mit der wir eine Weile schon kämpfen. Wir haben jetzt ein paar Fortschritte gemacht und jetzt fangen wir mit den großen an. Also wie messen wir Störungen? Ich bin ein Uni-Developer. Open Observatory of Network Interference. It's been around for some years. Das Tool gibt es schon seit ein paar Jahren. Es gibt ein paar Leute, die es sich auch schon angeschaut haben. Es wird dazu benutzt, um die meisten Sachen zu analysieren, die ich in der Präsentation gezeigt habe. Es ist Open Source Software und kostenlos. Man kann helfen, indem man zum Beispiel eigene Testmodelle oder spezielle Testmodelle hinzufügt. Wie das Ganze aufgebaut ist, kann man hier sehen. Es ist eine Messplattform, die ein Backend hat und dann Clients hat, die dann die Reports schicken. Und es wird gerade eine Pipeline entwickelt, also eine API, die
die wird dann demnächst online sein wird, die dann Nutzern die Möglichkeit geben wird, das Ganze in einem grafischen Weg untereinander zu teilen. Und dann geht es zum Backend, was das Ganze speichert, also zum Beispiel die Berichte. Es speichert die Berichte öffentlich. Also es erlaubt allen Leuten und Forschern oder interessierten Nutzern, das Ganze zu durchsuchen und dann natürlich auch mit den Daten zu spielen und sich durch die Berichte durchzulesen und zu schauen, was man findet. Das ist ein simuler Versuch eines Tests in Saudi-Arabien für HTTP-Requests. Ich kann euch jetzt nicht im Detail erklären, wie das funktioniert, aber eine kleine Idee möchte ich euch trotzdem vermitteln. Es geht um HTTP-Gateway-Requests. Wenn eine durchkommt, welche potenziell manipuliert wurde oder zensiert wurde, und wenn eine andere kommt, die über Tor zum Beispiel kommt. Dann ist da eine Unterscheidung, die passiert, also eine Veränderung im File. Und dann kann man schauen, ob die Quelle gespeichert wurde oder nicht. Es gibt da noch viel mehr zu sagen. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, kommt nachher zu mir. Etwas anderes, das passiert ist, und daran haben wir die letzten Jahre gearbeitet, oder das letzte Jahr, ist eine Raspberry Pi Image, das benutzt wird, um weitere Informationen zu sammeln. Und um weiterzugehen mit ICLab, das ist ein Projekt, das entwickelt wurde und ist von einer Universität aus Steinbrück. Keine Ahnung. Die haben ein geschlossenes System, um Netzwerke zu überprüfen. Und weiterer nächstes Beispiel, um diese Network-Informationen zu sammeln, aber unglücklicherweise nicht sehr sensitiv oder sehr, sehr genau und nicht, um auf die Censorship-Probleme zu sammeln, ist dieser RIPE Atlas. RIPE Atlas hat viele Knoten, aber es wird von IPCC gesammelt und die IPCC hat Teilnehmer wie Türkei und Türkei und nicht alle wollen unbedingt in der entsprechenden Forschung mitarbeiten. Weil ja teilweise Teile der mitarbeitenden Länder auch blockieren. Auch Teil der Formen, die einfach dieser Plattformen, die einfach ausgeteilt sind, dann nimmt Informationssammelstellen in Lizenz. Also es gibt so ein paar Plattformen, wie zum Beispiel Tor, die Daten darüber sammeln. Also auf metrics.tor sieht man, wie viele Leute aus Bangladesch darauf zugreifen. Dann kann man diesen Report, den wir früher gesehen haben, dass irgendwas Komisches passiert ist im November nach Dezember, weil während Facebook blockiert ist, dann haben viele Tor-User dazugekommen. Die sammeln diese Daten. Aber auch ein paar weitere Quellen, zum Beispiel Google zeigt, wie viele Sammlungen sie wie viele Verbindungen sie aus unterschiedlichen Daten aus bekannten Ländern bekommen haben. Und die sagen, hey, hier ist irgendwie was Komisches zu diesem Zeitpunkt. Und je nachdem, wie diese Daten gezeigt werden, hat man unterschiedliche Möglichkeiten. Also man kann es unterschiedlich gut vertrauen. Also ich kann jetzt nicht wirklich nachschauen, dass Google hier die Wahrheit erzählt. Ich kann das besser nachschauen bei Tor. Und außerhalb der älteren Projekte in diesem Bereich sind Crowdsourcing, also Sammeln von Leuten, von vielen Leuten. Und die haben Leute gebeten, unterschiedliche Seiten zu besuchen. Und die Leute haben dann immer gesagt, ja, diese Seite kann ich besuchen oder diese Seite kann ich nicht besuchen. Und das ist ziemlich unklar, was die Leute vertrauen. Ist es die Verbindung, die sie haben? Ist es
Man kriegt nicht dieselben Informationen, warum etwas nicht funktioniert, als wenn man einen Test bei deren Computersystemen ausführt. Man kann immer noch viel darüber lernen. Und wenn man auf bestimmte Länder sich konzentriert, gibt es Sachen wie zum Beispiel Great Fire, die speziell in Tor-Infrastruktur hat, die dann besonders darauf schaut, welche Seiten denn nicht erreichbar sind. Ein weiteres Problem sind mobile Probleme. Wir sind jetzt in einer Welt, wo die Handys immer wichtiger werden. Wir haben gesehen, dass es sehr schwer ist, rauszukriegen, was dort verändert wird. Zum Beispiel NetAnalyzer. Das ist eines der Projekte, die die Verbindungsanalyse und Diagnose machen. Zum Beispiel kann man Sachen sehen, wie zum Beispiel verhindert mich mein Netzwerk daran, auf bestimmten Ports zu arbeiten. Das sind irgendwelche bekannten, merkbaren Filters oder Proxys. Und eine der Sachen, die 2015 rausgekommen ist, war eine Software namens Asia Chat. Die haben einige der üblichen Chat-Netzwerke geschaut und haben nach internen Censorship-Listen geschaut. Das sind also Worte, die man darüber nicht schicken kann. Und andere Aktionen, die dort passiert sind. Also wir sind jetzt nicht nur das offene Web, sondern auch was ist innerhalb von einem kleinen privaten Ökosystem, innerhalb einer gated Community. Und was ähnliches wie Uni ist eine Library und die passenden Android- und iOS-Apps namens Measurement Kit, die verschiedene Anforderungen anschauen, zum Beispiel DNS oder MPP und in der wirklichen Umgebung. Eine andere Sache, die beliebter wird, ist herauszufinden, was können wir extern messen. Also während wir jetzt dieses Problem, Dinge im Netzwerk zu haben und welche Probleme die Leute damit haben könnten, gab es ein Projekt darüber, was im letzten Jahr war, das hieß Encore. Und das kann sagen, ich habe ein kleines Bild, das bei Facebook ist, und dann kann man schauen, ob das für meine Besucher das geladen wird. Wenn man alle meine Besucher von einer speziellen Seite dieses nicht mehr aufrufen können, dann heißt es, hey, Facebook scheint blockiert zu sein. Leute machen mit, ohne dass sie die wirkliche Software laufen lassen, aber sie können immer noch viel Informationen rauskriegen. Dann gibt es auch noch Side-Channel-Arbeit, also das wurde in diesem Fall bei Tor-Zugriffsmöglichkeiten angeschaut und sagt, hey, sogar wenn zwei entfernte Server, die ich keinen von denen kontrolliere, kann ich immer noch ein paar Pakete in TCP-Fragmentationsprobleme sehen, kann man schauen, ob sie miteinander verbunden sind. Und jetzt kann man ohne diese Benutzer arbeiten nicht mit, die haben keine Software, aber als entfernter Besucher kann ich immer noch darüber rauskriegen, ob die sich verbinden können oder könnten. Wir sehen auch, dass der IPv6-Bereich klein ist, also gibt es zum Beispiel Zmap, es gibt einen E-Mail-Sicherheitsvortrag hier auf dem 32. Chaos Communication Kongress, aber die haben auch einen Zensus veröffentlicht und die zeigen, was läuft in unterschiedlichen Plätzen. Eines der Projekte, mit denen ich arbeite, ist Zangelheit. Und das Satellit, die schaut auf offene DNS Resolver, also die Domain-Name-Server-Anfragen zu den IP-Adressen zuordnen. Und wir finden ungefähr 8 Millionen Open-DNS-Resolver, die einem anbieten, Domain-Names aufzulösen. Und man sieht, in welchen Bereichen komische Antworten kommen. Und jetzt, ohne dass man irgendjemanden hat, außer diese Infrastrukturen, DNS-Resolver, dann sieht man irgendwelche Länder oder Internet-Service-Provider-Level Einstellungen. Wir werden also jetzt erstmal über Regierungen reden, was in der letzten Zeit in der HTTP-Gruppe passiert ist. Geht um den HTTP-Code 415. Das ist der Code, der benutzt werden soll, wenn eine Website aufgrund von legalen Gründen ausgefiltert wurde. Ich hoffe, dass dieser Code nicht durchkommen wird, nicht zum Standard gemacht wird.
Denn das wird ja sagen, dass solch ein Filtern okay wäre. Was passiert ist, ist das Entstehen einer Gruppe namens Human Rights Practical Considerations Research Group. Es geht um die Verbindung zwischen Protokollen und Menschenrechten und hat einen Fokus auf das Recht des freien Sprache und das Recht der Versammlung. Also sie versuchen auf ITF-Standards einen Teil hinzuzufügen, halt zu dem Thema einen Teil hinzuzufügen. Also wir sollten darüber nachdenken, wie wir unsere Protokolle standardieren, um diese Menschenrechte zu unterstützen. Eine andere Sache ist der Open Tech Fund. Hat eine große Spende von 25 Millionen Dollar bekommen von der Regierung. Also gibt es da viel Aufregung und es wird Geld hineingetan und wir werden sehen, wie lange das anhalten wird. Aber die Community muss noch sehen, was das für sie bedeutet. Es ist nicht alles rosig, aber das habt ihr vielleicht schon bemerkt. Also die Tools messen die Sachen nicht sehr gut. Zusätzlich zu Blocken ist, was eine sehr binäre Sache ist, du kannst sehen, ob es ein Resultat gibt oder nicht. Was schwieriger ist, wenn das Resultat sehr langsam ist. Und da haben wir keine guten Tests für geschrieben, um zu sehen, ob die Verbindung einfach so langsam gemacht worden ist, dass sie nicht nutzbar ist. Wir sind auch noch nicht so weit mit Selbstzensierung von einem Plattformen, wie das Greece-Beispiel zeigt, sind in viele Regeln nicht auf einer landesweiten Regelung, sondern sind einzelne Regionen, wo Zensierung funktioniert, oder einzelne ISPs. Wir haben auch nicht viel Ahnung, was für einen sozialen Impact diese Sachen haben. Gibt es andere Sachen, die User jetzt entscheiden, nicht zu andere Websites, die sie entscheiden, nicht aufzurufen, egal ob sie blockiert sind oder nicht, weil sie Angst haben, getrackt zu werden. Auf der akademischen Seite gibt es jetzt Fortschritte in dem Ethikbereich. Ein Teil davon ist davon zu verstehen, wann darf man Sachen messen. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwelche Benachrichtigungen bekomme, dass ich irgendwas unterlassen soll, also wenn mir eine Organisation jetzt was schickt, dann sollte ich vielleicht aufhören. Aber wenn ein Land mir das schickt, soll ich wirklich aufhören? Was bedeutet jetzt berechtigen? Also was? Wie kriegen wir Erlaubnis, das zu machen? Also wenn jetzt ein Forscher einfach Sachen testet. Ist das in Ordnung? Aber es gab bis jetzt keine Aktion da dagegen. Aber wir sind uns, also das ist im Moment jetzt, was diskutiert wird. Es gibt sehr viele Ethiker aus der Homeland Security von den USA, aus
die jetzt einen Bericht über Ethik publiziert haben. Und was das Dokument sagt, wenn man keine Erlaubnis bekommt, sollte man jetzt nicht hergehen und Sachen machen, die einen in Gefahr bringen, also Risikominimierung. Also wo sind jetzt die Grenzen für solche Sachen? Also es gibt bis jetzt nichts in die Richtung. Wir hatten jetzt den ersten Workshop über Ethik an der auf der SIG-Konferenz im August, um darüber zu reden, was ist sicher, was ist in Ordnung. Machen wir das richtig, wie wir die Daten sammeln, und machen wir es auch auf einem guten Weg. Wir werden jetzt aufhören mit dem, was ihr machen könnt. Ihr könnt Daten sammeln, ihr könnt an dem Code weiterarbeiten. Die Sachen sind meistens Open Source. Wir stellen das nachher online. Ihr könnt das ganze Messen einfach überspringen und sagen, okay, ich will nur an dem Umgehen des Systems arbeiten. Da gibt es ein paar interessante Protokolle, die alle spezifiziert sind. Und man kann natürlich die Diskussion führen, also in seinem eigenen Bereich oder im Internet, und dass man halt darüber reden kann, was blockiert ist und womit die Gesellschaft zufrieden ist, um das zu machen. Ich werde jetzt noch Fragen beantworten. So, I assume there'll be some questions. Okay, for questions, please line up. There's 1, 2, 3, 4 mics here, and we'll also take some questions from the internet. First gentleman is lined up. Stell dich bitte an für die Fragen. Die erste Frage. Danke. Wie ihr vielleicht wisst, immer mehr Länder, über die wir denken, dass sie restricted sind, fangen trotzdem an zu blockieren. Ich glaube, es ist nicht nur wegen den Steuern. Ich würde gerne von euch Hilfe erbitten oder Weisheit. Bei mir im Land haben sie angefangen, Blocks einzubauen, weil Lobbyisten versucht haben, die Leute daran zu hindern. Und ich würde gerne dafür arbeiten, mich einsetzen, dass es nicht passiert. Hier ist das Ding. Wir müssen verhindern, dass die das blockieren. Wir müssen verhindern, dass sie kollateralen Schaden machen. Aber okay, in meinem Bewusstsein heißt das immer Deep Package Inspection. Wenn wir also sowas Kleines blockieren, aber nicht die ganze Domain oder die ganze IP, gibt es da irgendwie eine magische Pille für? Leider gibt es keine magischen Pillen. Also es gibt ein paar Sachen. Wenn man sowas macht, muss man sich darauf konzentrieren, wie man das durchsichtig macht. Das ist deutlich einfacher, öffentliche Meinung dazu kriegen. Es wird immer eine Debatte geben, was akzeptierbar ist und was nicht akzeptierbar ist. Ein paar Leute werden aber ziemlich zufrieden sein damit, wenn wir das online stellen, was wir blocken wollen, damit man darüber diskutieren kann. Ohne diese Möglichkeit, das Ganze einzusehen, kann man diese Diskussion nicht führen. Deswegen ist es auf jeden Fall wert, sowas zu haben. Was jetzt ganze IPs angeht, also das Blockieren von ganzen IPs und dem kollateralen Schaden dabei, ist eine gute Frage. Es kommt wirklich drauf an. Wir werden jetzt an den Punkt kommen, wo wir uns in eine Welt bewegen, wo es mehr Verschlüsselung geben wird. Also was man sich vorstellen könnte, ist natürlich, dass man SNI nimmt und versucht, das zu blockieren oder spezielle Domains. Es gibt da irgendwas, da wird die Technologie vorbeigehen in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Also das kann man dann nicht blockieren. Und wenn wir jetzt weitermachen, kommen wir hoffentlich in eine Welt, wo wir DNS verschlüsseln können, HTTP verschlüsseln,
HTTPS-Verschlüsseln können. Also da, wenn man jetzt anfängt, die Package Inspection zu machen, hoffen wir, dass es bald zu dem Punkt kommt, dass das Ganze nutzlos wird, dass wir, weil wir das Ganze verschlüsseln. Nächste Frage. Danke, dass ihr meine Frage nehmt. Ich wollte fragen, wegen der Finanzierung, die ihr gesagt habt. Ihr habt gesagt, dass die amerikanische Regierung nicht alles, aber das meiste von dem, was ihr arbeitet, finanziert. Ich würde euch bitten, dass ihr noch ein bisschen darüber redet. Wie findet ihr, passt das in eure Arbeit und in die amerikanische Gesetzgebung? Okay, klar. Also es gibt natürlich noch andere Förderungsmittel. Vieles kommt aus der Wissenschaft, durch Forschungsprojekte, durch Universitäten und durch ihre Förderungsprozesse, anstelle von direkter Regierungsförderung. Es ist natürlich, ich denke, es dürfte auf die Auslandspolitik der USA passen. Die würden wahrscheinlich gerne, also freie Meinungsäußerung haben, also zumindest der Teil, also Radio Free Asia. Und ich denke, für diese Projekte stimmen die Voraussetzungen also übereinander. Also was man ja nicht macht, ist, dass man sagt, dass man irgendwas tut. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass es die Arbeit in eine andere Richtung bewegt. Wo wir jetzt aufpassen müssen, dass wir jetzt irgendwo hingehen, zum Beispiel nur um Umgehung dieses Systeme. Da müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht weggehen von dass wir weggehen von Verschlüsselung. Aber ich bin natürlich, ich finde es natürlich cool, dass sowas gefördert wird. Und ich denke natürlich, was wir machen sollten, ist natürlich, dass mehr Leute hergehen und das selbst fördern. Und das kam jetzt auch vom Open Tech Fund, weil, also die würden es natürlich auch gerne sehen. Trifft man dann Entscheidungen? Wenn jetzt mehrere Länder hergehen und Geld dazugeben, ist das nicht so zentralisiert und das kann man dann natürlich deutlich besser machen. Ich habe keine Ahnung. Es gibt einen Haufen von Firmen, es gibt eine öffentliche Organisation, wo sie dir nicht sagen, wie viel Geld sie machen. Aber es sind recht große Firmen. OTF sagt, dass es von der US-Regierung 25 Millionen bekommen hat. Ich weiß aber nicht, wie groß das Ganze wirklich ist. Okay, eine Frage aus dem Internet. Das ist eine Frage von einem User. Was ist schlecht daran, wenn wir Überwachung und Zensur erkennen? Es ist doch gut zu erkennen, was passiert, oder nicht? Also, was ich denke, wenn man HTTP-Statuscode hat, dass es hergeht und davon ausgeht, dass Zensur der Normalzustand ist und dass man halt hergeht und das ist nicht was wir haben wollen. Das Internet sollte nicht zensiert sein und deswegen einen HTTP-Statuscode dazu vergeben ist nicht eine gute Idee. Und wenn man jetzt hergeht und das macht, dann hat akzeptiert man den Jetzt-Zustand und das als Blockcode und das finde ich nicht in die Richtung, in die wir gehen sollten. Warum brauchen wir sowas? Man kann es auch anders machen und wieso sollten wir ihnen die Freiheit geben, diesen Statuscode zu verwenden und dann haben wir jetzt das, jetzt wissen wir, dass die Seite blockiert ist. Sie werden immer noch Seiten blocken und also Zugriff. Dann gibt es den legalen Statuscode und
Und sie werden halt weiter illegale Webseiten blockieren und mit dem legalen Status kurz versehen. Okay, eine Frage von Mikrofon 2. Danke für euren Talk. Ich habe eine Frage über das Glücksspiel blocken. Das sieht aus wie ein Anfang von einer generellen Zensur. Habt ihr eine Ahnung, ob es eine Möglichkeit gibt, das zurückzunehmen durch einen gesetzlichen oder richterlichen Weg? Viele der Blockaden sind recht billig. Das sind meistens DNS-Blocks, also man kann einfach den DNS-Server wechseln und dann hat man das Problem gelöst. Viele der Seiten können einfach über Tor genutzt werden. Sie versuchen nur, das Ganze lokal zu blockieren. Also nur im eigenen Land. Sie versuchen das nicht, also sie machen das im Moment nicht gut. Wir versuchen das nur vor dem technisch versierten Nutzer zu verstecken. Also könnte man von DNS-Blocking zu IP-Blocking wechseln und das haben sie auch schon gemacht. Was in Kollateralschaden endet. Das erstellt eine Menge Probleme. Momentan sind das Glücksspielseiten und bald ist es irgendwas anderes. Ich glaube, wir müssen das auf einem politischen Level stoppen. Wir sollten mit den Leuten reden und ihnen sagen, dass sie das Internet kaputt machen. Ihr könnt nicht einfach anfangen, IPs zu blockieren. Da können tausende Webseiten drauf sein und das geht einfach nicht. Das ist der Punkt, den wir vorhin erwähnt haben, wo man dafür Lobbyismus betreiben soll. Also wo man hergehen kann und sich Sachen raussuchen kann, also Kollateralschäden und dann die Gründe raussuchen und dann Bescheid sagen, dass man Sachen falsch macht und womit man dann zu den Politikern gehen kann und dann halt für das Ganze Fortschritte machen kann. Wir haben das schon versucht. Dankeschön. Frage von Mikrofon Nummer 6. Hallo, danke für eure nette Übersicht. Könntet ihr noch ein paar Ideen teilen über das Kombinieren oder Vereinen von Überwachungsgesetzen? Das gibt Vorschläge für Tools. Also, ja, es gab da eine Arbeit drüber mit Umgehungstools in Kombination mit Messtools. Natürlich hatten wir genau dasselbe Problem. Was sind die Risiken, die Nutzer der Programme dann haben? Also man hat dann wahrscheinlich ein härteres Problem, dass man sagen kann, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, weil das dann plötzlich ein Nutzer, der versucht, irgendwo rumzukommen. Und was für Risiken setzt man da seine Nutzer aus? Zum selben Zeitpunkt gibt es aber auch Tools, die genau das zusammen machen. Anfragen schicken und dann zurückfallen auf um das Ganze dann durch einen Proxy schicken. Dann ist halt eine Frage, wie anonym sind die Daten und wie gefährden diese Daten dann niemand. Und dann hat man halt die ganzen Leute, die das Ganze umgehen. Und sie sammeln natürlich die Daten der Nutzer und sie wissen nicht, was sie mit diesen Daten anfangen sollen. Okay, eine Frage aus dem Internet. Bitte rede ins Mikrofon. Okay, das ist eine Frage von Genix. Es ist ein Zweiteiler. Erstens gibt es verschiedene Methoden zum Umgehen. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten für ein Government, für eine Regierung, das zu verhindern?
Also vermutlich Tunnels. Es ist zu paranoid, das zu glauben, dass meine Regierung manches extra erlaubt, damit sie es entschlüsseln können. Weil sie gerne wissen möchten, was die Leute machen. Also es ist nicht paranoid, das zu erwarten, weil es Sachen gibt, die schon aus Proxys kamen und worüber sie versucht haben, eine Ahnung zu haben, was die Nutzer machen. Wenn man für seinen technischen Gegenspieler schaut, dann kann man sich China angucken. Wir haben verschiedene Sachen aus dem Netzwerk gesehen und je groß wie, weil es so groß ist, sieht man verschiedene Sachen dort aus dem Netzwerk. Und dann gibt es Verbindungen, die aussehen wie zum Beispiel die aussehen wie TLS, die dann nicht mehr stabil laufen. Und da brauchen wir ein paar mehr Sachen, die IP-Unterschiede ausnutzen. Es gibt im Moment keine guten Sachen, wo jeder denkt, dass die denkt, dass bei einem technisch kompetenten Gegenspieler Probleme haben können. Okay, noch eine Frage von Mikrofon 5. Okay. Über ungefähr vor sechs Monaten wurde eine Website runtergefahren, die einer politischen Party gehörte. Die Politiker haben sie im Prinzip überwältigt und sie dazu gezwungen, die Seite runterzufahren. Meine Frage ist, welche Art von Implementation einer Website würdet ihr empfehlen, um so ein Runterfahren zu verhindern, zum Beispiel für suppressed Tweets? Es kommt darauf an, wovor man Angst hat. Wir haben ein paar Sachen, die Gesellschaft kennt. Zum Beispiel versteckte Services in Tor, wo man, wenn seine Infrastruktur in Gefahr ist, kann man das Ganze anonym verstecken. Man kann das verschiedene legale Zugriffsberechtigungen und Gesetze ausnutzen. Also man kann zum Beispiel irgendwo hingehen, wo die Regierung keinen Zugriff drauf hat, wenn es zum Beispiel ein anderes Land bewegt. Und dann kann man natürlich auch immer noch ein paar, man kann sich dann natürlich noch Anwälte holen, wo man denkt, dass das legal ist, und dann kann man sich ein paar, dann kann man dagegen vorgehen und das Ganze. Okay, wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie Twitter dazu gezwungen. Also da gibt es dann so Sachen wie Free Weibo, die dann über das Ganze drüber gehen, und also die Plattform wird wahrscheinlich darüber nicht glücklich sein, aber man kann aber natürlich auch versuchen, den Wert des Systems aufzuzeigen, dass es wert ist, das zu haben. Zum Beispiel, dass es sowas ist wie Chilling Effects, dass es das wert ist zu haben, damit man die Transparenz hat und dass man die Plattform dann davon versucht zu überzeugen, dass die Plattform das wieder erlaubt. Okay, das ist die letzte Frage von Mikrofon Nummer 4. Nummer 4. Nur eine kurze Frage. Ihr habt ganz kurz Apps erwähnt. Es gibt da eine Diskussion speziell um Apple herum, die da eine sehr spezielle Art und Weise haben, darüber nachzudenken, was eine gute App ist und was nicht. Gibt es draußen im Internet jemanden, der sowas überprüft, also Apps, die nicht erlaubt sind, listet oder irgendwie? Gibt es was von einer Firma, nicht von einem Staat? Das sieht sehr nützlich aus. Ich hab keine Ahnung, ob es solche Projekte gibt, aber ich würde natürlich gerne von sowas hören. Es gab Berichte, wie Google zum Beispiel, dass Google Play Store in China es geben wird. Ich denke, dass das irgendjemand machen soll. Ja, ich stimme dazu. Wenn ihr das machen wollt, kommt bitte nach vorne. Because we're tired on schedule. Thank you very much. Let's have a last hand. Thanks.